In unserer Welt läuft alles nach einem gewissen Schema. Aber stellt euch vor, dass sich unsere Welt mit einer übersinnlichen Welt kreuzen würde, zum Beispiel mit der Hölle. In dem Buch bzw. dem Film Hellraiser, das Tor zur Hölle, geht es genau um dieses Prinzip, denn in diesem Film bzw. Buch geht es um einen Charakter, welcher einen Würfel hat, so ähnlich wie ein Rubik's Cube, nur total abgespaceder, und mit diesem Würfel könnt ihr irgendwie auch so ein Geduldsspiel machen und irgendwann drehen sich dann alle Komponenten des Würfels in eine Richtung und in der Mitte ist eine Art Portal und durch dieses Portal könnt ihr halt die Zenobiten besuchen, welche die Bewohner der Hölle sind. Diese können dann sozusagen in unsere Welt kommen und wir können auch in deren Welt kommen und das Ganze bleibt dann ein großes Spektakel, was viele Leute verwirren kann und was auch für viele Leute einfach nur der wahre Albtraum ist, nämlich die Hölle auf Erden oder die Erde in der Hölle. Wir haben also in diesem Buch den Protagonisten oder beziehungsweise die Protagonisten. Es gibt drei, würde ich mal sagen, sind Rory, sein Bruder Frank und auch dessen Frau oder beziehungsweise die Geliebte von Frank und die Frau von Rory, nämlich Julia. Und dann auch noch Kirsty, die können wir auch dazu zählen, weil sie ist am Ende, sie ist die ganze Zeit so ein Nebencharakter, aber sie wird dann auch zu einem Hauptcharakter. Und wo ich am Anfang von erzählt habe, der Typ, der diesen Würfel gedreht hat, ist nämlich dieser Frank, wie man am Anfang erfährt, und dieser verwandelt sich dann in eine Art Zenobiten. Es wird nie so gesagt, aber vom Aussehen hat sich das auf jeden Fall so in meinem Kopf verankert. Und dieser Frank ist der Geliebte von Julia, welcher aber mit seinem Bruder verheiratet ist. Sie wird ihn dann oben in ihrem neuen Haus, was sie nach der Einweihungsfeier bezogen haben, von Frank gegrüßt, welcher in einem Portalraum spawnt. Und das ist nämlich auch der knackende Punkt, denn er hat damals, als er diesen Würfel gedreht hat, auch in diesem Raum gedreht und es ist zufällig auch der Raum, wo sie dann als nächstes einziehen werden, beziehungsweise in dieses Haus. Julia, welche Gefühle für Frank pflegt, fängt dann also an, Leute für ihn umzubringen, da Frank das Blut von diesen Leuten braucht. Und dann wird das Ganze relativ kritisch, denn nach 3 Morden beschließt Frank, dass er so, auch wenn er bei Kräften ist, mit seinem Aussehen nicht an der normalen Welt teilnehmen kann. Und er entschließt sich dazu, dass er einen Körper braucht. Und wie soll es wohl kommen? Er nimmt den Körper von Rory. Rory ist also dann tot. Das hat Kirsty, welche irgendwie, es wirkt, als ob sie ein bisschen in Frank verliebt ist und dass der Julia nicht so hundertprozentig gönnt. Sie stößt dann nach einer langen Beobachtung auch auf dieses Haus und geht dann hinein. Sie schleicht sich eher gesagt hinein und sieht dann nach einer Zeit Frank, welcher mit ihr in einem Kampf ist, und ihr fällt irgendwie dann der Cube in die Hand und sie schlägt ihn auch mit diesem Cube und Frank hat echt Angst, dass mit diesem Cube irgendwas passieren sollte. Nachdem sie es dann geschafft hat, aus dem Haus zu kommen, wirft sie den Cube vorher noch aus dem Fenster, sammelt ihn unten wieder auf und landet dann im Krankenhaus. Im Krankenhaus wird ihr der Würfel von einer Schwester wiedergegeben. Sie löst das Rätsel dann auch und nachdem sie das Rätsel gelöst hat, schließt sie einen Pakt mit den Zenobiten, denn wer einmal das Rätsel gelöst hat, wird von ihnen auch geholt, genauso wie Frank. Das will sie natürlich nicht und möchte, dass sie Frank abliefern kann und sie dann raus aus der Sache ist. Sie geht also nach ihrem Krankenhausaufenthalt zurück zum besagten Haus, wo Frank sich befindet, und da ist er halt schon in der Haut von Rory, der Bruder von Frank, wie schon gesagt, und sie zeigt den Zenobiten dann halt, nachdem sie es aus ihm rauskitzeln muss, dass er es sagt, dass er Frank ist und nicht Rory, und dann holen die Zenobiten ihn und Kirsty ist aus der ganzen Sache raus. Ein krasses Szenario, oder findet ihr nicht? Das waren die Geschehnisse in dem Buch bzw. dem Film Hellraiser. Das Buch war super zum Lesen. Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall einen 9 geben, weil es hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Den Film habe ich auch vor langer Zeit mal geguckt. Es ist auch ein cooler Film gewesen, obwohl ich mich nur noch ganz wenig an ihn erinnern kann, aber ich meine, das ist eher cool, weil ich muss das Ganze auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich wollte euch in diesem Video nur ein bisschen über diese Geschichte informieren. Mein Name war Freddy, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!